Schwer bewaffnete Männer fliehen mit ihrer Beute. Dieser Raub am Flughafen Köln-Bonn, einer von drei Überfällen auf Geldtransporter in Köln und Frankfurt in den Jahren 2018 und 2019. Zwei Geldboten werden nach Schusswechseln schwer verletzt. Drei Taten, ein Muster. Videoaufnahmen und Spuren in einem ausgebrannten Fluchtwagen in den Niederlanden führen die Ermittler zu einem Verdächtigen, der heute Vormittag in Amsterdam festgenommen wird. Es soll der frühere Remzma-Entführer Thomas Drach sein, auch wenn die Staatsanwaltschaft Köln die Identität des Verdächtigen geheim hält. Mit Blick auf die Ermittlungen, die wir führen, auch der Befragung von Zeugen, haben wir den Namen von Beschuldigten ausdrücklich nicht erwähnt bislang. 1996 hatte Drach mit einem Komplizen den Hamburger Tabakerben Jan Philipp Remzma entführt und damals umgerechnet mehr als 16 Millionen Euro Lösegeld gefordert. Nach der Geldübergabe kam Remzma nach 33 Tagen wieder frei. Thomas Drach kann erst zwei Jahre später in Argentinien gefasst werden. Er wird verurteilt und 2013 aus der Haft entlassen. Im gleichen Jahr werden in einem Bankschließfach in Uruguay noch 460.000 Euro gefunden. Es ist alles, was vom Millionenlösegeld übrig blieb. Das meiste ist bei der Geldwäsche draufgegangen. Dann hat Thomas Drach einen sehr aufwendigen Lebensstil geführt, jedenfalls für zwei Jahre, bis er verhaftet worden ist in Argentinien. Also aus der Entführung hat er, wenn man das so sehen will, zwei Jahre lang vielleicht gut gelebt, aber in Wahrheit keinen nachhaltigen Nutzen ziehen können. Bei den Geldtransporterüberfällen ermittelt die Staatsanwaltschaft noch gegen mindestens zwei weitere Komplizen. Drach befindet sich in den Niederlanden derzeit in Haft, soll aber so schnell wie möglich nach Deutschland ausgeliefert werden.